Der akute Gefäßverschluss ist neben der akuten Aortenruptur der dringlichste Notfall der Gefäßchirurgie. Es gibt arterielle und venöse plötzliche Gefäßverschlüsse. Das kann quasi die Schlagadern und die Venen, die das Blut zum Herzen zurücktransportieren, treffen. Und dann eigentlich im gesamten Körper. Ja, an den Schlagadern häufig sind die Beine betroffen. Es kann aber auch mal ein Thrombus oder ein Embolus sein, der hängt in den Halsgefäßen und, oder in den Eingeweideorganen, Darmgefäße, Nierengefäße. Die Symptome des akuten Gefäßverschlusses hängen davon ab, welches Gefäß betroffen ist. Wenn beispielsweise die Halsgefäße oder hirnversorgenden Gefäße betroffen sind, kann es zum Schlaganfall kommen. Wenn es Gefäße der Arme sind, kann es genauso wie an den Beinen dazu kommen, dass wir den Arm, die Arme oder Beine nicht mehr bewegen können, nicht mehr spüren können. Es kann zu sehr schweren Schmerzen kommen. Wenn der Gefäßverschluss letztlich die Eingeweideorgane, Nierengefäße, Lebergefäße oder Darmgefäße betrifft, kann es auch zu einer sehr, sehr gefährlichen Mesenterialischämie kommen. Die sicherlich häufigste und akuteste Behandlung ist, dass wir eine sogenannte Embolektomie durchführen. Das heißt, wir würden das Gefäß freilegen, es eröffnen und würden dann mit sogenannten Ballonkathetern dieses Gerinnsel, was sich darin befindet, herausholen. Das ist wie so ein Rohrreiniger oder man kennt das vielleicht vom Schornsteinfeger mit dieser Kugel, wenn der Schornstein sauber gemacht wird. Heutzutage stehen aber auch ganz andere Verfahren minimalinvasiv zur Verfügung. Beispielsweise könnten wir das absaugen oder wir könnten einen Lysekatheter zur Auflösung dieses Gerinnsels einführen. Das hängt so ein bisschen von der Klinik ab und wie schnell das Gefäß wieder eröffnet werden muss.